Ja, hallo. Man hört es bergauf und talabwärts. Es ist Wahlkampf und vor allem zwischen ÖVP und FPÖ. Österreichische Volkspartei. Bei Ihnen kommt die Ideologie zuerst. Bei Ihnen kommt die Ideologie zuerst, dann die Partei und am Schluss Österreich. Bei uns ist es umgekehrt. ÖVP und nicht Freunde Putins in Österreich. Österreichische Verräterpartei könnte mit derselben Polemik jetzt hier. Gut, ich muss aber jetzt trotzdem zu einem anderen. Das glaubt sie ja selbst nicht, Herr Lopatka. Wird sich gestritten, wer der Bessere, wer der Schlechtere, wer der Böse und wer der Gute ist. Und niemand hier außer mir und der Freiheitlichen Partei interessiert sich dafür, dieses Sterben endlich zu beenden. Nein. Also bitte, entschuldigen Sie, es ist ungeheuerlich, was Sie sagen. Wir kriechen der NATO hinten rein. Du meinst, wer der Rechtere ist, oder was? Genau. Und auch andere Parteien haben sich im Internet gedummelt und uns erzählt, was nicht alles scheiße ist und was nicht alles gut wäre. Das ist auch mal ganz wichtig, weil diese Verschwörungstheoretiker, die haben hier keine Chance. Und die schauen wir uns, glaube ich, heute an, oder? Das machen wir. Viel Spaß. Schauen wir mal. Der Wahlkampf für die Europawahl Anfang Juni geht in seine heiße Phase. Eingeläutet hat die heute ein Fernduell zwischen ÖVP und FPÖ. Beide Parteien haben ihre Anhänger auf die letzten beiden Wahlkampfwochen eingeschworen. Und das versuchen Blau und Schwarz einmal mehr mit gegenseitigen Attacken. Im strömenden Regen startet die FPÖ heute ihre Frühjahrsoffensive. Weil zwar offiziell nicht die EU-Wahl im Mittelpunkt steht, gibt es keine Rede von Spitzenkandidat Harald Wilimski. Dafür holt Parteichef Herbert Kickl selbst vor der Europawahl zum Rundumschlag gegen die politische Konkurrenz aus. Die Tage dieses Systems, sie sind gezählt. Das ist jetzt wie beim Weihnachtskalender bis zur Wahl. Jeden Tag ein neues Tierlauf und dann schwupps. Liebe Freunde, dann sind Sie weg. Zeit für die Abwahl, Zeit für die Abrechnung und Zeit für eine neue Ära. In den Umfragen zur Europawahl liegen die Freiheitlichen weiter klar voran. Die aktuelle Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Lazarsfeld sieht die FPÖ derzeit mit 27% auf Platz 1, vor der SPÖ mit 24%. Die ÖVP kommt als Dritter auf 22%. Massiv verloren haben die Grünen. Sie stürzen nach der Causa Schilling um 5 Prozentpunkte ab und sind mit 9% nur mehr einstellig auf Platz 5. Auch die ÖVP stimmt sich heute auf den Endspurt im Wahlkampf ein. Im Messezentrum Oberwart wettert EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka einmal mehr gegen die Freiheitlichen. Ihr Programm ist die Zerstörung der Europäischen Union. Und das müssen wir verhindern. Das müssen wir verhindern, dass diese Europäische Union in eine Situation kommt, wo man tatsächlich dann an der Kippe ist. Jede Stimme, die für diese Zerstörer ist, ist eine verlorene Stimme für Österreich. Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer sieht von allen Seiten einen Angriff auf die EU. Links hören wir auf einmal, dass die Union ein obskures Konstrukt sei, gegen den Frieden. Rechts wird fantasiert von einem imaginären roten Knopf, auf den man einfach drücken kann. Und dann sei alles besser. Wir haben Werte, Werte, die es gilt zu verteidigen, hier und jetzt in unserem Europa. 16 Tage sind es noch bis zur Europawahl. Die Stimmung im Wahlkampf wird jetzt zusehends aufgeheizter. Also ganz ehrlich, die einführenden Worte von Herbert Kickl mit dem Adventkalender oder Weihnachtskalender, wie er gesagt hat, haben wir schon sehr innerlich zum Lachen gebracht. Ganz ehrlich, also da denke ich dann so, okay, es ist Weihnachten und beim 24. Türchen ist dann der Herbert drinnen. Und sagt dann, hallo, grüß Gott. Ja, das Christkind quasi. Genau, ja. Herbert ist das Christkind. Ja, aber das ist eh schön, da sieht man, der FPÖ geht so nicht um einen EU-Wahlkampf. Nein. Die haben schon Vollgas eingeschossen auf den Nationalratswahl. Beziehungsweise so richtig, es ist zwar EU-Wahl, aber der Wilimski tritt nicht auf, weil, sagen wir uns ehrlich, ist eh wurscht. Der Herbert macht es schon für den Wilimski. Ja, weißt? Ja. Und dann schwupps, liebe Freunde, dann sind sie weg. Herbert statt Harald. Warum auch nicht? Ja? Man, ich finde eh gut, den Slogan, den sie jetzt schon haben. Mal schauen, wie lange die FPÖ denn jetzt tragt zur Nationalratswahl. Gegen das System.
Und ich denke mir so, bin ich irgendwo bei den Punks gelandet, bei den Linken? Weißt du schon? Das ich ist schon bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Ja, ja. Es ist also gegen das System als etablierte Partei seit über 50 Jahren, sagen wir mal so dazu, ist schon schwierig, weil das System ist auch ein System von der FPÖ im Sinne von, die machen das nicht seit gestern und die sind auch nicht seit gestern gegen irgendwas, sondern sie versuchen sich schon gegen das rot-schwarze System, wie damals der Haider, dagegen anzukämpfen, aber die waren nicht nie in der Regierung. Danke. Man, gut, da könnten sie jetzt wirklich sagen, gegen das System in der EU. Ja. Das könnte sein. Aber es war sehr bürgernah. So mit dem Standl. Tja. Auf der Straße. Das schon, ja. Ich meine, gut, wir haben jetzt beim Herbert gesehen, es hat ein bisschen was mit Weihnachten zum Tor. Bei der ÖVP hat es dann ein bisschen was mit Fasching zum Tor gehabt, das ist mir vorgekommen. Das war also wie so eine Faschingsfestrede, wo er da steht und irgendwas faselt. Ach so, geht der Lobatka, redet irgendwas. Dass diese Europäische Union in eine Situation kommt, wo man tatsächlich dann an der Kippe ist. Das ist unglaublich. Ja, ja. Also, da ich habe immer gewartet, bis einblendet wird. Da, genau. Da, genau. Da. Also, oder es kommt der Kasperl irgendwo raus oder so. Aber das war wirklich unglaublich. Und auch dieses gespielt Theatralische von der ÖVP, ich halte es nicht aus. Aber vorher haben sie die Nationalhymne gesungen. Ja, das hat auch ein bisschen was Weihnachtliches gehabt, aber ja. Ist ja kirchlich. Ja. Kirchlich, ja. Sehr kirchlich. Und dann der Nehammer, aber auch verwirrt, oder? Er redet von irgendwelchen Knöpfen, den man drücken kann. Auf den man einfach drücken kann. Schau, das sind solche Sätze, wo er, glaube ich, denkt... Er hat sehr geschwitzt. Ja, auch das. Vielleicht, weil einfach keiner klatscht hat oder es keiner verstanden hat. Aber wenn du vom imaginären roten Knopf druckst, wo man drauf druckt und dann ist alles wieder gut und die Belegschaft schaut dir an so, Kalle, was redst du da eigentlich? Um was geht's denn? Niemand hat von einem roten... Ich habe noch nie was von einem roten Knopf gehört. Außer bei einem Atomschlag. Also kannst du bitte das Wort einfach auslassen? Ja, hätte ich jetzt auch nicht so verwendet, gell? Aber wie gesagt, man hat das Gefühl bei der ÖVP, die ringen jetzt um die letzten Atemzüge, bevor es mal eine nach der anderen links-rechts gibt bei den Wahlen, weil sie prognostiziert verlieren werden. Das ist höchst unanständig! Also, ich weiß nicht, den ich höchst anschaue, unanständig! Wie die ÖVP... Unanständig! Was mich wundert bei dem Servus-TV-Bericht ist, warum rennen sie nur über die FPÖ und die ÖVP? Das sind jetzt die zwei Parteien, die sich da matchen oder was? Keine Ahnung. Oder sind das die einzigen, die gegeneinander schießen? Anscheinend. Meint der Bericht, weil scharfe Attacken von FPÖ und ÖVP. Und ich denke mir, ja, und was machen die anderen Parteien? Ich bin der Andi, der zweitjüngste Spitzenkandidat. Die SPÖ macht auch cool, natürlich. Und bürgernah. Aber hat schon auf Social Media drinnen zum Beispiel ein Interview jetzt postet mit dem Kickl, wo er behauptet, von den Verbrechen der Waffen-SS. Da werden wir uns nicht darauf verständigen können, dass ein Verein als solcher oder eine Einheit wie die Waffen-SS kollektiv schuldig zu sprechen. Wir sollten jetzt mal nicht so da, als hätten wir nicht alle eine Vergangenheit mit dieser Zeit, ab einem gewissen Alter. Ende der Durchsage. Naja, aber du kannst es nicht sagen, so, du, 2010 hat der Kickl das und das gesagt und dann habe ich so, also wie weit willst du zurückgehen? Ist es mit dem Haider auch noch gekommen? Es ist generelles Thema, man kann schon reden drüber, ja, und man kann das jetzt gut oder schlecht finden, was da gesagt worden ist, ja, nur es hat in einem Wahlkampf nichts verloren, ja. Na. Das ist halt ein bisschen so das Thema, aber zu dem kommen wir nachher eh noch. Vorher kommen dann noch die Neos in dieser Grafik. Neos kann ich nicht sagen, ich habe nicht viel gefunden. Wie wählen wir? Natürlich die Vereinigten Staaten von Europa und er hat einen roten Bulli umgehängt und das Sakko drüber anzogen. Ja, gut. Ich durfte in einem Europa aufwachsen, das immer sicherer, wohlhabender und auch weltoffener wurde. Also wie gesagt, sowas habt ihr auch noch nie gesehen, ich sag's euch. Ich finde es ja so geil, also allein diese Aussage, die Vereinigten Staaten von Europa. Und dann denkt natürlich jeder an die Vereinigten Staaten von Amerika und denkt mir so, das ist eigentlich ein Wahlkampf. Na, er meint es schon ein bisschen anders. Ja. Aber genau weiß ich nicht. Nein, genau. Er weiß nicht genau, was sein Plakat meint, aber er ist jetzt einmal dafür. Unser vereintes, gemeinsames Europa ist ein wunderbarer Ort, wo niemand Angst haben muss. Und dann, ja, die Grünen. Naja, gut.
Die haben halt ein bisschen Kritik gekriegt, jetzt die letzten paar Tage, gell? Also die zerstören sie eh selber. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Ja, aber die Lena Schilling setzt sich ja so hin und sagt, es ist recht extrem, dass der Wilimski gemeint hat, der Orban soll die EU anführen. What the fuck? Ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum das extrem rassistisch und einfach inakzeptabel ist. Harald Wilimski, ein Fellow EU-Spitzenkandidat, würde gern Viktor Orban zum EU-Kommissionspräsidenten machen. Das ist, wie gesagt, also ich meine, das kann man, von dem kann man halten, was man will, ja, ob der Orban das machen kann oder nicht, aber ich denke nicht, ich weiß es nicht, gell? Schreibt es in die Kommentare, ist es rechtsextrem oder rassistisch? Das ist die große Frage, weißt, aber wenn man sagt so, naja, auf den Zug springe ich jetzt auf, ja. Das ist ja halt dann schon ein bisschen ja. Und tanzen tun sie halt auch immer gerne die Grünen, Social Media, ist auch toller. Wie gesagt, wer die Grünen hier berät, der hat, wie gesagt, einen ganz eigenen Platz. Ja. Haben wir noch einen vergessen? Ah ja, die KPÖ haben wir noch und die DNA. Ja. Wie gesagt, die KPÖ, wie sie jetzt leistbares Wohnen in der EU umsetzen will, ja, ist vielleicht ein schwieriges Thema. Viele Menschen bei uns haben den Eindruck und das Gefühl, dass im Europäischen Parlament eine Politik betrieben wird, die nichts mit ihrem realen Leben zu tun hat. Das wundert einem auch nicht. Und die DNA, haben wir eh schon mal darüber geredet, interessante Partei mit der Maria Hubner-Mock. Auch die Themen interessant. War halt die Demo-Partei, ja. Eigentlich, so, gell? Mitorganisatorin der Kundgebung in Genf gegen die WHO, Dr. Maria Hubner-Mock, erklärte sich den großen Erfolg der Demo so. Ja, indem man schon seit Jahren Vernetzungsarbeit betreibt und einfach wunderbare Freundschaften geschlossen hat. Und wenn man dann anruft, dann kommen die Leute auch, weil die einfach wissen, dass wenn wir was anpacken, dass wir da wirklich für Veränderung sorgen wollen, und zwar für positive Veränderung. Mir kommt sich so ein bisschen eher brav vor jetzt in den Medien und im Auftritt, weil ich habe nämlich auf Social Media nichts gefunden. Ja. Mut liegt in unserer DNA. Auch in ihrer. Das ist komisch, ja? Ist komisch. Bin aber gespannt, wie viel Stimmen sie kriegen wird. Naja, vielleicht machen sie noch irgendwas auf Social Media, sagen wir mal so, kurz vor der Wahl, aber bisher eher leise. Ja, die FPÖ werden sie immer einholen. Nein. Hoch finden sie es nicht mehr. Hoch finden sie es definitiv nicht mehr. Ne? Aber es ist halt, weißt du, für die DNA ist halt eine Chance für die Leute, die sagen, die FPÖ ist mal zu rechts, aber diese Gesundheitsthemen, das haben wir schon ein Anliegen, und mit den Demos war ja einverstanden, also das. Das ist die Nische, die sie haben. Das muss man dazu sagen, ja, was aus die Nische das haben, ja. Da bleibt nicht viel anders über, gell? Wenn man jetzt eben gesagt hat, in der Pandemiezeit gibt es Kritik. Da waren wir nicht einverstanden. Da sind ein paar Sachen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sage ich mal. Ein bisschen, ja. Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Dann bleibt die DNA und die FPÖ über, ja. Das stimmt schon. Deswegen bin ich bei der DNA gespannt. Ich muss sagen, auch diese Sendung, gell, keine Wahlempfehlung von uns. Nein. Aber gespannt bin ich. Ja, am Sonntag werden wir sehen. Genau. Am besten, ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr so glaubt. Müsst nicht schreiben, wenn ihr wollt. Obwohl, viele schreiben es eh rein, passt eh. Aber vielleicht habt ihr da eine Wahlprognose, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sind gespannt. Es ist bald soweit, ja. Der Zahltag kommt. Könnt ihr euch dann aussuchen, was es dann wird, ob die FPÖ wird. Mit dem System sprengen, mit der SPÖ, wo man anscheinend ein gerechtes Europa will, was ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz finde. Die ÖVP will alles eh gleich lassen, aber ein bisschen besser. Die Neos machen fragwürdige Modeentscheidungen und die Vereinigten Staaten von Europa. Die Grünen. Reden wir nicht mehr drüber. Gell? So, die KPÖ, Gemeinde bei Europa, und die DNA halt. Schauen wir mal. Gell? Machen wir das spannend. Abonniert diesen Kanal, um weiterhin schöne Videos von uns zu bekommen. Und liked dieses Video und schickt es jemandem weiter, der noch nicht genau weiß, wie das jetzt im Wahlkampf alles abgegangen ist. Wir haben es versucht aufzuarbeiten. Ich bin gespannt. Danke fürs Dabeibleiben. Danke fürs Einschalten. Und ja, sind wir gespannt auf Sonntag. Und dann geht es jetzt richtig los, liebe Freunde. Dann kommt erst die Nationalratswahl. Achso, immer noch der Fußball. Aber ja. Die kommt auch. Servus. Keiner.
keiner hat das Recht, mir zu befehlen, was ich zu tun hab, wirklich niemand, niemand, einfach keiner, keiner, das ist ganz allein meine freie Entscheidung, Entscheidung, so wie Meinung, Meinung oder Kleidung, Kleidung und die innere und äußere Erscheinung, Kleidung, Kleidung. Das ist höchst unanständig.